Die Waldberge des Sohnwaldes, des am weitesten rheinwärts gelegenen Teils des Hunsrück, ziehen sich als dunkle Bergkette von Horizont zu Horizont. In den Dörfern an seinen Rändern gibt es von alters her zahlreiche Handwerke, die den Holzreichtum des Gebirges nutzen. Hier wächst das feste, kernige Eichenholz, das die Küfer für ihre vielfältigen Gebinde brauchen. Das ist Ellern am nördlichen Rand des Sohnwaldes. Am Ende der Dorfgasse, mitten im Zentrum des Ortes, liegt das Rathaus. Versteckt hinter einem Vorgarten wohnt der Küfer. Mit seinen Weinfässern belieferte er früher die Märkte an Mosel, Nahe und Rhein. Und bevor die Zinkgefäße aufkamen, waren seine hölzernen Eimer, Kübel und Bütten in jedem Bauernhause in Gebrauch. Seine Vorfahren betrieben neben dem Handwerk immer noch eine kleine Bauernwirtschaft, die heute den Haupterwerb bieten muss, nachdem es für die handgearbeiteten Holzgefäße kaum noch Absatz gibt. Werkstatt und Hof sind eine Einheit. Dann und wann bestellen die Bauern der Umgebung noch ein Jauchefass, eine Salzbütte für Fleisch und ein Apfelweinfass, ein sogenanntes Viertelstück. Der Küfer beginnt mit der Herstellung eines solchen Fasses. Ausgangsmaterial sind die aus dem grünen Eichenholz gerissenen Klafter. Mit dem Spalteisen werden aus ihnen die rohen Dauben abgespalten. Im Unterschied zu den maschinell geschnittenen Fassdauben bleiben so die Holzfasern unverletzt und das Holz behält seine Zähigkeit und Stärke. Auf die rohen Stücke wird die Form der Dauben aufgetragen. Das Herzholz an der Innenkante und das Splintholz an der Rindenkante muss ausgehauen werden, weil es zu weich ist. Übrig bleibt nur das dunkel gefärbte Kernholz. Beim Behauen der Breitseiten wird schon die bauchige, an den Köpfen verdickte Form der Dauben deutlich. Diese Rohdauben werden zum Trocknen gestapelt und liegen so mindestens einen Sommer lang. Bei der Feinbearbeitung kommt es auf die größte Genauigkeit an, wenn das Fass dicht sein soll. Zunächst das Streifen mit dem Schrupphobel.
Der gewölbte Daubenrücken wird am langen Schenkel des Modells geprüft. Auf der Schneidbank glättet der Küfer die raue Spaltfläche des Bauches. Auf dem Fügblock schließlich bekommen die Kanten an den Schmalseiten ihre rechte Form. Sie müssen mit dem Winkel des Modells übereinstimmen. Bei den vorerst noch ungleich langen Dauben bildet der Bauchriss die genaue Mitte. Er gibt später den Anhalt beim Fassbinden. Die fertigen Dauben werden zunächst aufgelegt. Der Küfer schichtet sie nach einem durch alte Erfahrung gegebenen Maß in drei Lagen. So ergibt sich die genaue Anzahl der Dauben, die für das Fassrund erforderlich ist. Entlang an der Innenseite eines Setzreifs werden sie zusammengefügt. Immer der dicke Kopf in Ruhe. Die Klammer da raus. Also, ich verstehe mich.
Weitere Reifen halten das Ganze am oberen Kopf. Die Bauchrisse an den breitesten Stellen der Gauben müssen in eine Linie gebracht werden. Dann beginnt das Feuern. Durch Wärme und Feuchtigkeit wird das ausgetrocknete, spröde Holz biegsam gemacht. Das Zusammenfügen der Dauben am offenen Kopf geschieht anfangs durch Treibreifen und dann auf sehr urtümliche Weise mit einer Bindekette.
Vom Bauchriss aus werden die überstehenden Dauben eingemessen und abgeschnitten. Mit verschiedenen Geräten wird nun die Innenseite an den beiden Köpfen hergerichtet. Zunächst das Schneidmesser zur Bearbeitung der Kanten. Das Stecheisen zum Schlichten der Daubenköpfe. Dann der Schaber zum Glätten. Der Kopfhobel für die Feinarbeit. Und zuletzt der Gurgelreißer, der die Kerbe für die Fassböden auszieht. Mit einem Bastfaden nimmt der Küfer Maß für die neuen Fassreifen, die anstelle der Setzreifen aufgezogen werden müssen. Das abgetrennte Stück Bandeisen wird auf dem Amboss rund gehämmert und vernietet. Thank you.
Die Fassböden sind aus verdübelten Eichenbrettern gefügt. Zum Abdichten kommt Schilf in die Fugen. Die Rundung der Böden stimmt, wenn das Stichmaß 6-mal in den Gurgelriss passt. Auch in die Fügestellen an den Köpfen wird eine Schilfdichtung eingelegt. Die Arbeitsspuren vom Aufziehen der Reifen werden mit dem Putzhobel und der Ziehklinge beseitigt. Das Bohren der beiden Spundlöcher.
Das fertige Fass wird zum Schluss noch außen mit Leinöl eingerieben.